Mom, es gibt kein Zeitlimit. Also kommst du uns extra lang besuchen? Du kannst in deinem Zimmer wohnen, Kürbismürbis. Es ist, wie du es verlassen hast. Finden wir das Freundschaftsproblem. Sofort. Ich weiß, ihr habt eure kleine Aufgabe zu erfüllen, aber Stella und ich kennen die Stadt ja viel besser als ihr zwei. Das ist richtig. Ihr seid ja ewig nicht mehr zu Hause gewesen. Ihr werdet unsere Hilfe sicher brauchen. Ja, das ergibt wohl Sinn. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich auch. Im Streit haben die beiden mir besser gefallen. Okay. Ich habe euch erklärt, wie Sayers Hollow gegründet wurde. Jetzt können wir anfangen, alle Freundschaftsprobleme zu erkunden, die mit der Zeit hier entstanden sind. Vielen Dank für die Geschichtsstunde, Dad. Aber ich muss mich jetzt um das Problem kümmern. In der Gegenwart. Oh, mein Honigschnäuzchen. Wie willst du das tun, ohne die Hintergründe zu kennen, hm? Oh, ich weiß, es fällt dir schwer, still zu sitzen und dich zu konzentrieren. Also wird dir das vielleicht besser mit deinem alten Schnuffeltuch gelingen. Das war ein kleiner Rückschlag, aber keine Sorge, ich weiß genau, was du tun musst. Einen Plan machen? Oh, ich hab schon einen. Schritt 1, Befragen der Verdächtigen. Schritt 2, mit deinem Talent löst du den Fall. Schritt 3, bring die Prinzessin dazu, dich auf noch mehr Missionen zu schicken. Mom, das ist nicht die Art, wie das funktioniert. Ja, ja. Oh, so ein Glück für uns, dass du hier bist. Diese beiden Ponys wollen einfach nicht meine Essenzen benutzen. Vielleicht, weil wir unseren natürlichen Geruch nicht gern überdecken. Ach. Ach, und sie weigert sich immer noch, unsere Bücher zu kaufen. Das ist doch ganz bestimmt ein Freundschaftsproblem. Ach, wir suchen nach einem echten Freundschaftsproblem, nicht einem erfundenen. Seht ihr, was ohne Probe passiert? Starlight, Süße! Ich habe hier eine sehr alte Gemeindeverordnung, an die sich niemand hält. Hier steht, dass wir nach dem Abendessen nicht tänzeln und galoppieren dürfen. Ist das vielleicht das Problem, meine Kleine? Was machst du denn? Mich vor meiner Mutter verstecken. Sie erfindet Freundschaftsprobleme, die ich lösen soll. Mein Dad lässt mich nicht mal mit irgendeinem Pony reden, falls es Fremde sind. Ich bin doch erwachsen. Solange wir sie am Hals haben, finden wir das Freundschaftsproblem nicht und werden es nicht lösen. Vielleicht fangt ihr endlich an, alleine danach zu suchen. Okay. Also, wir wollten gerne mit euch reden. Naja, unter vier Augen. Nur um zu erfahren, ob einer von euch ein Freundschaftsproblem hat. Verstanden. Nur kurz nachgefragt. Wieso müssen wir flüstern? Damit ihre Eltern nichts mitkriegen. Verstehe. Natürlich. Nein, das stimmt nicht. Wir wollen das nur trennen. Ja, wir müssen uns konzentrieren. Aber wir wollen sie doch nicht ausschließen. Also flüstert ihr mit uns allen in der dunkelsten Ecke des Ladens, wo kein Pony uns auch nur sehen kann, weil ihr eure Eltern nicht ausschließen wollt? Mhm. Sie können uns hier drin nicht hören, oder? Auf keinen Fall. Das hier ist die Altertumsabteilung. Hier kommt so gut wie nie ein Pony her. Da bist du ja. Was macht ihr denn hier drinnen? Ist das Freundschaftsproblem etwa in meiner Lieblingsabteilung zu finden? Und dann dachte ich, der beste Weg, nach einem Freundschaftsproblem in der Gegenwart zu suchen, Dad, ist einfach noch viel weiter in der Vergangenheit unserer Stadt nachzusehen. Oh, Sunburst! Endlich! Also ich weiß, du magst es nicht, ein Problem zu erfinden, aber ich kann auch eins verursachen. So soll das aber nicht... Ich meine, man hat nicht immer Erfolg, wenn man nur die Regeln befolgt, oder?